Ja, moin, Luke hier. Das ist eine Streamaufnahme, deswegen die Begrüßung aus dem Off. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und schaut im Stream auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Unsere ganze Macht genommen, True. Wir müssen die halt irgendwie machen. No! Keine Magie mehr, what the fuck, okay. Krass. Ich wusste. Meine alte ID hat der Wette verloren, musste zwei Monate umbenennen. Achso, du. Warte. Sleepy? Also, du hast dich. Quasi musstest dich dann in. Für zwei Monate in Sleepy umbenennen, oder. Oder was? Ah, okay. I see. By the way, was wollte ich sagen? Achso, es gibt einen Hint auf das 2018er God of War in diesem Spiel. Krass. Das wusste ich nicht. Kratos geht's nicht so gut. Dass sie das damals schon geplant hatten. Die Tore des Hades konnten mich noch nie halten. Der Tod scheitert an den Zielstrebigen, Kratos. Athene. Du hast mir gefehlt, Spartaner. Ich glaube... Mein Lebensopfer für Zeus bescherte mir eine höhere Existenz. Du siehst aber noch aus wie eine Olympierin. Äußerlichkeiten können trügen, Kratos. So wie die Kinder des Olymps. Vielleicht. Aber weißt du noch, deine Klinge hat mich getötet. Meine Klinge sollte Zeus treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Gegenwärtig tobt der Krieg um den Olymp weiter und die Menschheit leidet. Lass sie leiden. Der Tod von Zeus ist alles, was zählt. Zeus fällt nicht so leicht wie Ares. Um den König der Götter zu vernichten, musst du die Quelle seiner Kraft finden. Das Feuer des Olymps. Du hast dich einst selbst geopfert, um Zeus zu retten. Und nun willst du ihn vernichten? Woher dieser Sinneswandel? Ich habe nun die Wahrheit erkannt. Schaffen es die hier, dass du mir vertraust? Dies sind die Verbannungsklingen. Sie werden dich auf dem Weg zur Flamme leiten. Okay. Wieder mal neue Waffen bekommen? Denk daran, solange Zeus herrscht, gibt es keine Hoffnung für die Menschen. Vernichte das Feuer, Kratos, dann zerfallen die Grundfeste des Olymps zu Staub. Okay, geil. Du bist jetzt wieder frei. Jawohl! Die Klingen sind ihr mächtigster Verbündeter gegen den Olymp. Pfeifett ist wieder frei. Dies ist das Ende der großen Reise, die alle unternehmen müssen. Und von der niemand zurückkehrt. Das bezweifle ich. Ich habe ja auch vor ein paar Monaten erst gecheckt, dass das neue, also das 2018er God of War von der gleichen Firma oder von dem gleichen Studio gemacht wurde wie die alten God of Wars. Ich dachte, die haben halt irgendwie die Lizenz erworben und dann haben die sich gedacht, ey, machen wir jetzt mal einen Soft Reboot. Aber ne, es sind ja die gleichen. Habe ich irgendwie gar nicht gecheckt. Bang! Gorgonenauge! Sammeln Sie noch zwei. Hier, anstatt sechs müssen wir jetzt drei sammeln, okay. Gibt Sachen, da merkt man es auch. Daran merkt man es auch. Naja, die können halt mit Kratos umgehen, ne? Und also kennen die den Charakter halt zum Beispiel natürlich. Meisten Finisher sind ohne Cuts. Echt? Muss ich mal drauf achten. Du bist ein toxischer Survivor, was machst du denn?
Ah! Hey! Komm! Da ist Speicherpunkt, also gehen wir erstmal. Hier ist. Nee, wir gehen erstmal speichern, natürlich. Hehe. Oh, guten Tag, kleiner Mann. Goodbye. Bang. Bang. Schön. Okay, wir können hier lang, da sind nur Truhen, wa? Letzte Runde gerade. Iggy viermal betäubt und geblendet, zwei im Flashlight-Shaved gone. Ich würde in so ein Survivor-Face campen. ich spiele auf normal. Ich spiele alles auf normal. Das. Oh oh. Hyperion Store. Wer die Seele eines wahren Gottes besitzt, darf passieren. Okay. Da kommen wir später weiter wahrscheinlich. Wenn wir die Seele von irgendeinem Gott besitzen. Was ist denn hier? Okay, ich glaube, da geht's weiter, da rechts. Also gehen wir mal hier weiter. Ich hab ja keine Kombos mehr. Nee. Sehr viel Erfahrung. Aber da, hier sind überall super wenig rote Orbs drin. Ist echt krass. Am Anfang kriegt man so wenige rote Orbs und dann gegen Ende von den Spielen immer mega viel. Mega merkwürdig. Nein. Wie viel brauchen wir? 4000. Ich will aber die Chaos-Klingen wieder upgraden. Auf Max am liebsten. Die sind einfach beste Waffe. Ups. So. Aber ich freue mich auch auf besonders eine Waffe. Chaos-Klingen beste, ja. Auch in den neuen Teilen. Mag ich auch viel lieber als die Axt, ja. Ich wusste, du kommst zurück, Spartana. Hast du mich vermisst? Spartas Armee. Eine schützende Phalanx aus Schilden und Speeren wird errichtet, welche die Gegner zurücktreibt. Die Verbannungsklingen werden dir dienlich sein, Kratos. Mit ihnen kannst du die Geister deiner verbannten Spartanerbrüder Moment. Gibt eine Waffe, die ist genau dein Gem. Ich kann mir vorstellen, welche. Habe ich die ganze Zeit den falschen Knopf gedrückt? Oh. Ich hatte die ganze Zeit irgendeine Magie. Am Anfang. Ich habe aber den falschen Knopf gedrückt, weil auf einmal ist es R2. Okay. Nicht wie in den Vorgängern, L2. Kommt her, Bumm. Spartaner! Wird Zeit, wieder in den Krieg zu ziehen. Hallo Lisa, guten Morgen. Was für eine Fake-Nachricht. Ach so. Baby, was geht faul, Tier Daddy? Ey, danke für 28 Monate. Das meintest du mit Fake-Nachricht. Okay, dann kommen anscheinend irgendwie in den nächsten Tagen das gleiche Abo nochmal. Ich verstehe. Zweige versperren den Pfad. Ein Durchkommen ist derzeit nicht möglich oder so. By the way, das Spiel. Bestes, hardest Design ever, meiner Meinung nach. Richtig geil. Der sieht so cool aus. Kann ich... Nein! Falscher Knopf. Okay. So dumm, weil ich es selbst aktivieren muss und trotzdem zählt es nicht. Der Hades aus Hades hat den besten Bart.
Das ist korrekt, ja. Der Hades aus dem Disney-Film ist einfach der geilste. Aber der so jerky ist, oder? Du meinst aus dem Herkules-Film? Den Disney-Film habe ich geguckt, by the way, den Herkules-Disney-Film, der war nice. Ah! Ich habe das Spiel auch damals rauf und runter gespielt. Nie durchgespielt, immer wieder von neu angefangen, weil ich das früher immer gemacht habe irgendwie. Aber das war geil, das Spiel. Damals. Ich glaube, wenn man es heute spielt, nicht mehr. Kingdom Hearts habe ich nie gespielt, nee. Oh, shit. J-Fox, Caesar, hello, sei gegrüßt. Alles fit? Ah, you English, okay. It's the morning for me, but I'm doing fine, how about you? The stream is mainly in German, I will answer you in English though. Hope you're doing good. Kingdom Hearts ist geil, gibt's für PC, ja, ich weiß. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht schaue ich es mir mal an. Doing really good. Nice to hear. You're doing really good. Yeah, I'm doing good as well. Notiz einer gequälten Seele. Diese erdrückende Dunkelheit ist kein Ort für eine zarte Blume. Heute werde ich mich Hades anschließen müssen, doch ich schwöre beim Morgen, ich werde diesen widerlichen Ort mit dir verlassen. Nichts wird mich von dir fernhalten, geliebte Persephone. Pyritos. Okay, noch nie gehört. Was ist das? Aber wundert mich, dass du Kingdom Hearts also feierst, Pingu. Um ehrlich zu sein. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Bang! So. Hier. Eins und zwei nur gespielt. Die waren richtig gut. Okay. Oh oh! Oh oh! Ey! Schlitz! Ich stehe auf Disney. Ah, ich habe ja keine Kombos. Ich vergesse das die ganze Zeit. Oh boy. Stehst auf Disney Cartoons und Final Fantasy. Ja, dann ist das natürlich genau das Richtige für dich. Na, what? Ja, mach ich doch. Okay, ich musste da irgendwie X drücken? So weird. Ah. Okay. Das ist Big Time Event, das mag ich nicht, aber gut. Kommt noch eine oder was? Ja, klar. Ich weiß nicht, ich habe natürlich Kingdom Hearts oft irgendwie gesehen und so. Aber das sah für mich immer... Es sah so aus, als ob mich das Spiel schnell langweilen würde. Aber vielleicht schaue ich es mir mal an. Mal gucken. Komm her! Das Abtrennen von Gorgonenköpfe bringt immer Magieorbs und versteinert Gegner in der Nähe. Ach, geil, okay. Nice. Bang, ich lese gleich, Leser. Leute, wieder 10 von 10 genervt von meiner Nachbarin. Die schreibt mich als Ablageort rein, obwohl sie zu Hause ist. Obwohl ich gesagt habe, dass ich nichts höre wegen Masterarbeit. Lässt sich alle zwei Tage Pakete liefern. Das verstehe ich. Das ist ja ultra nervig.
mach die Tür auf und ramm mir deinen Ellbogen ins Gesicht. So, sorry. Hauptsache Aggressionen sind raus. Ah! Okay. Aber sprechen wir von genervt. Ich hatte gestern einen absoluten Scheißtag, ey. Es war nur Kacke. Ich musste... bei vielen Leuten an oder bei Leuten anrufen, beziehungsweise Behörden. Musste irgendein scheiß Papierkram machen. Dann habe ich versucht, mein Rollo zu reparieren. Hab's wahrscheinlich schlimmer gemacht. Mir die ganzen Hände aufgerissen. Jetzt kann ich mir ein neues Rollo kaufen und jetzt geht es auch nicht mehr wirklich runter. Muss ich das einklemmen und mit Tesafilm festbinden, damit die Sonne nicht reinkommt. Hades, verdammte mich zu diesen ewigen Qualen. Mein flammender Kerker. Doch jetzt bist du hier und kannst mich befreien. Ich habe nur noch meinen Bogen. Bitte, befrei mich und er ist dein. Ein Bogen, okay. Wer auch immer du bist, mein Junge. So ein scheiß neues Rollo kostet über 100 Euro, ey. Vielleicht irgendwie... Mal gucken. Halt mir die Flammen vom Leib! Entspann dich, Minion. Nee, das ist ein Innenrollo. Wenn du mich in Brand setzt, kann ich dir nicht helfen. Du musstest dir heute früh eine French Press kaufen. Oh no. Hat's deine kaputt gegangen? Okay. French Press kaputt ist natürlich DEFCON 5. Wo? Das muss. Können wir da irgendwie hoch? By the way, morgen startet der Stream später, irgendwann zwischen 10 und 11, weil ich ein neues Klo kriege. Meine Rollos bei Gold für 20 Euro sind Blicklicht. Ja, das ist halt. Das ist halt so ein Velux-Rollo. So ein krasses, was ich habe. Also, ist halt nicht meins, ne? Gucken, ich muss erstmal meiner Vermieterin schreiben. Kann ja nicht einfach ein neues Rollo kaufen. Ich will auch nie ab und hol mir ein neues Klo, wenn das alte voll ist. Haben wir... Ah, wir haben ja noch die Flügel. Okay. Wo können wir jetzt hin? Die Icarus uns freiwillig überlassen hat, ja. Es kann nicht mehr zurück? Hä? Sehr nett von ihm. Ach so, ich weiß, okay. Ja, ja. I know. Das einmal runterholen, dann geht das da hinten nämlich auf und dann müssen wir schnell dahin. Du Narr, du wirst mich verbrennen! Schnell! Oh, das war sehr knapp. Nee! Oh, really? Junge! Oh, okay.
Okay, es fängt dann erst an runterzugehen, wenn das Ding wieder oben ist. Dann was machst du da? Ich glaube, ich weiß, was Kratos vorhat. Halt mir das Biest vom Leib. Komm, braver Hund. Put, 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 put. Bitte, ich will nicht so sterben. Put, 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 put. Oder muss ich das Viech killen? Nee. Oder? Ich muss das doch bestimmt dahin locken. Nee, ich muss es killen. Es geht nicht weiter. Bäm. Mein Leben darf noch nicht enden. Ja. Ah, okay. Geil. Oh ja. Nein, nein, weg mit dir. Entschuldigung. Tut mir leid. Nicht wirklich. Schlitz! Wir haben ihn von seinen unendlichen Qualen auf alle Ewigkeit gerettet, ja. Drohten irgendwas, okay. Bogen des Apollo, ein Feuerbogen, der einst dem Gott Apollo gehörte. Du besitzt nun den Bogen des Apollo. Seine Feuerpfeile sorgen für freie Wege. Bro. Okay, man hat jetzt verkohlt. Relikte und Magie. Die Relikte sind halt irgendwie neu. Beziehungsweise Magie von den ersten beiden Teilen wurde dann halt... Hallo? Wurde aufgeteilt sozusagen. Einen Schuss aufladen. Bang. Eine Phönixfeder. Hat quasi Energie und keine Magie für die Relikte. Was geizig mit Mana. Ja, nicht. So. Ajo. Au, ey. Um. Jawohl. Oh. Weil ich jetzt hier hingegangen bin, können wir jetzt zurück? Oder hat das, kommt das auf Zeit und das Spiel checkt, dass man nicht weiß, wo man lang muss? Wir müssen wieder zurück, by the way. Falls ihr es nicht gemerkt habt. Alle Gegner gekillt habe. Okay, das macht Sinn. Ach, hier, hier kriegt man erst das Tutorial, wie das funktioniert, weil beim anderen, es war ja nur eine Collectibles sozusagen. Alles klar. Können wir leveln irgendwas? Ups. Okay, wir können die Magie nicht mehr leveln. Okay, wir können nur Relikte leveln anscheinend. Hier dieses Spartaner
Zeug können wir nicht leveln. Notiz einer gequälten Seele. Die Melodie spielt pausenlos weiter. Die Stimme singt von Schmerz und Verlust. Dinge, die ich kenne und ertragen kann. Doch wenn sie von Hoffnung singt, erfahre ich wahre Qual. Eine Sehnsucht nach dem, das ich nie haben kann. Müsste gehen, dass der Spell viel besser ist. Ja, irgendwie, eigentlich erinnere ich mich da auch dran, aber mal gucken. Minotaurenhorn. Sammeln Sie noch zwei, um Ihre Gegenstandskraft insgesamt zu erhöhen. Ah ja. In die Mitte gerutscht. Nein, warte. Goldenes Vlies, Icarusflügel. Zeus Adlers. Adler verleiht unbegrenzt Spartas Rage. Bewältigen Sie diesen Schwierigkeitsgrad, um den Gegenstand verwenden zu können. Okay. Und bei den Waffen. Es gibt nicht links. Ich kann nicht nach links oder so. Oder in die Mitte. Ich kann hier nichts anderes machen. Keine Ahnung. Hier ist das auch gar nicht. Die Magie ist ja auch gar nicht. Vielleicht kommt das noch. Kein Plan. Ja, ich glaube auch, dass der besser wird. Haben wir hier? Den habe ich als einzigen Spell drin. Vielleicht im Laufe des Spiels an die Chaos-Klinge gekoppelt. Ach echt? Ich guck gleich. Ach, Spells sind an Waffen gekoppelt. Ah, okay. Okay, ja. Ich kann jetzt mit dem D-Pad die Waffen wechseln. Und nicht Spells. Ah, ja, okay. Ja, funktioniert anders als in den Vorgängern. Mann, ihr nervigen Kackviecher, ey. So. So. Die Harpien sind kacke, ja. Generell fliegende Gegner in Spielen, wo man Nahkämpfer ist, sind immer scheiße. Können wir hier raus? Wie die alle hier so die Leichen runterfliegen. Oder die Leute. okay. So. Danke für das Leben. Achso, warte. Ja. Wie lang balancieren? Du. So, was mir gerade noch einfällt, Lisa, falls du noch da bist. Vielleicht hilft es ja in dieser Paketgeschichte da mit deiner Nachbarin mal mit dem Postboten zu sprechen, wenn du irgendwie aufmachst und häufig hat man ja nur so eine Handvoll Postboten, wenn man, also ne, in einer Wohnung sozusagen. Und dem einfach zu sagen, ey, ne, das stört mich so. Gib das nicht mehr bei mir ab. Du hast ihr das gesagt. So, hast du heute gesagt oder vorher? Und sie hat es trotzdem gemacht. Will ich links oder rechts lang?
Es hat sich für mich so angehört, als ob die das ignoriert hat und es einfach trotzdem immer bei dir dich angibt, das deswegen. Nachdem ich es angenommen habe, habe ich ihr gesagt, das ist das Letzte. Okay. Hoffen wir mal, dass die aufhört. Und hier waren optional. Geil. Bang. Kommt man denn auf die Idee, ständig alles immer beim Nachbarn ablegen zu wollen, obwohl man zu Hause ist? Ich verstehe es nicht. Was sind das für Menschen? Wow, vor allen Dingen, wenn man sich anscheinend nicht gut kennt. Ja, eine andere Sache, wenn man das abspricht. So, Richter der Unterwelt. Da sehe ich schon eine Truhe, die ich haben will. Okay. R1. Eine Nachricht schmückt die Tafel. Jene, die ein Urteil wünschen, müssen die Prüfung des Erebos ablegen. Okay, ein Buch lesen. Das ist die Prüfung. Wir gehen erstmal speichern. Du. Okay. Hui. Wir können. Was? Können nicht tauchen? Eine prächtige Bronzestatue eines jungen Mädchens. Hä? Warte mal. Okay, hier steht nichts. Wir haben doch noch Poseidons Dreizack. Alter. Oder nicht? Ja. Ermöglicht es, unter Wasser zu atmen. Schwimmen. Ah, wir können aber nur schwimmen bis jetzt. Okay. Wir können nicht mehr tauchen. Das macht keinen Sinn. Weird. Naja. Edge. What the fuck? Geiles Buch. Prüfung 1. Die Verdammten. Getrieben von Furcht können die Verlorenen der Oberwelt ihre Sünden nicht entfliehen. Besiegen sie alle verlorenen Seelen und die Schergen, die ihr Schicksal bestimmen. Oh boy. Daher weiß ich, dass Pinguine ihre Kacke als Waffe nutzen. Natürlich, weil ich das selber so mache. Bin ja einer. Oh boy. Was geht dir vor? Muss ich die Hände killen? Ja, ne? Oh. 10 Meter Reichweite. Nice. Bam. Wette, die Männer, die dich sehen, würden sich selbst darüber freuen. Im Anus direkt ins Ziel. Ach so. Ach, die kacken dann 10 Meter weit? Ich dachte, die nehmen das halt. Ja, gut, ja, Pinguine haben ja keine Hand. WTF? Okay, nice. Das macht's geiler. Ich dachte, die machen das so wie Affen. Aber geht ja schwer ohne Hände. Ich hatte einen Pinguin gebissen.
What the fuck? Prüfung 2, die Verlorenen. Warum streben die verdammten Seelen im Hades nach Erlösung, wo sie doch auf ewig verdammt sind? Vernichten sie umherwandernde Seelen, bevor sie sich in Hades Armee verwandeln. Ein Babypinguin im Zoo. Verdient. Sich mit einem Fisch abgerieben. Okay. Also es ist eigentlich scheißegal, ob man die jetzt früh genug killt oder nicht. Es wird dann halt nur schwerer, wenn nicht, glaube ich. Einfach alle Gegner killen. Welchen Fisch präferierst du, Lisa? Wahrscheinlich Surströmming, oder? Ich will das einfach mal riechen und essen. Surströmming. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich kann halt keinen. Kann das halt nicht aussprechen. Wahrscheinlich. Willst du das nicht riechen? Oh doch, ich werde das riechen, glaub mir. Ich bin ein Typ, wir wollen alles Eklige riechen. Ist dann der Timo Fisch gemacht? Ich hab fast gekotzt. Ja, ich hab keine Vorstellung, deswegen will ich's ja riechen. Minotaurus-Stich. Einen Minotaurus so zu erledigen, verleiht immer Gesundheitsorbs. Ah ja, schön. Die Auserwählten. Um ins Elysium zu gelangen, bedarf es mehr als Beharrlichkeit und Stärke. Stellen Sie sich dem Urteil und beweisen Sie Ihren Wert. Vernichten Sie alles. Okay. Oh boy. Ja, komm her. Okay. Nicht wegschleichen. Naja, Fisch kann schon nicht wirklich geil riechen, das stimmt. Oh, by the way, Lisa, ich habe mir gestern Zutaten für das Curry, was du gepostet hast, oder was du in den Chat gepackt hast, am Dienstag gekauft. Werde ich heute oder morgen vielleicht machen. Ich habe leider nur keine Currypaste bekommen. Ich muss halt ultra viel Currypulver reinballern, damit das nach Curry schmeckt. Mal gucken. Ach, und kein Ingwer habe ich mir geholt. Irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Fan von Ingwer. Oh Gott. Komm her, ich brauche Gesundheit. Was eine Hitbox. Ey. Ich hab keine Magie mehr. Ey. Wow. Okay. Wie habe ich die ganze Zeit gedacht, der Minotaurus ist bald tot, aber nein. Warum bist du jetzt schon da? Hab ich so viele Leute gekillt? Ich glaube, okay. Geil. Das ist natürlich sehr gut. Komm her. Boom. Okay. Komm her, Lulappen. Ja.
Bumm. Okay. So. By the way, ich hätte nochmal die Möglichkeit, mich von HelloFresh sponsern zu lassen. Scheint ist das so ein Ding, wenn man eine gewisse Größe hat oder so, kann man das immer machen. Also, falls irgendwer Bock hat, HelloFresh auszuprobieren, sagt Bescheid, dann fange ich das nochmal an. Vielleicht fange ich es auch so nochmal an. Dann tut ja nicht weh. Mal gucken. Bei den Göttern des Olymps, auf Geheiß des Zeus, wir sind die drei Richter. Erwarte dein letztes Urteil, Sterblicher. Hey, was geht? König Ajakos hält dich für unwürdig. What? König Rhadamanthys hält dich für würdig. Nun obliegt mir, König Minos, die endgültige Entscheidung. Deine Zukunft ist in Schatten gehüllt. Das Reich des Jenseits ist noch nicht bereit für dich. Hinter dieser Tür liegt dein Schicksal. Okay, ich wollte aber eigentlich nach links. Okay. Na gut. Dann erstmal hier lang. Ob das unterschiedlich ist? Nee, glaube ich nicht. Je nachdem, wie gut man sich schlägt. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir kriegen gleich eine Waffe, um diese blauen Kristalle wegzumachen. Haben wir hier noch ein Buch, ein wenig Lore. Die drei Richter, die Könige Minos, Ajakos und Rhadamanthys urteilen über alles. Wer als würdig befunden wird, darf ins Paradies des Elysiums übertreten. Ey, gehen dann doch erstmal links lang, würde ich sagen. Hallo? Oder nicht, weil unsichtbare Wand und so. Na gut. Ach, wir hauen die einfach kaputt gleich. Natürlich, Kratos haut alles kaputt. Oh, das ist eine Bombe, ups. Scheiße. Ich dachte, das ist irgendwas, was man anmachen muss. Verdammt. Ah, da. Bam. Du hast aber wenigstens Schaden bekommen. Gutes Schaffen, Elisa. Frohes Schaffen, meine ich. Nein. Okay. Komm her. Schlitz. Es ist halt irgendwie immer noch so laut. Aber. Mann. Ich ralle es nicht. Aua. Aha. Parried, Bitch! Gegen die Wand. Okay. Schlitz! Ja. Da ist eine rote Truhe. Wie viele Dings haben wir? Ach, ich drücke immer den falschen Knopf. 3, 9. Was brauchten wir nochmal? 4. Oh, wir brauchen noch 14. Geil. Die sind doch bestimmt da hinten drin. Oder hier. Das sieht mir nach... Hell yeah.
Chaos Kling, komm ran. Neuer goldenes Fließkonter. Argos Ramme parieren und Viereck drücken. Erhöhter Schaden. Chaos Zyklon. Nächste Stufe wird wird Spartas Armee auf verbessert, okay. Also wahrscheinlich dann immer auf Stufe 3 und 5. Alles klar. Jetzt haben wir das hier. So, gib mir rote Orbs. Hallo? Okay. Was haben wir hier? Vater? Calliope? Oh. Du bist nicht meine Tochter. Nein. Aber ich weiß, wer du bist. Du kennst mich? Sie sagten, dass du kommst. Begnügst du dich, Kratos? Zeige dich, Hades. Wieder einer deiner Tricks. Wie üblich, Spartaner, irrst du dich gewaltig. Zeig dich, Feigling! Nicht so hastig, Kratos. Ganz ruhig. Wir haben schon bald Zeit zum Spielen. Die Spielezeit wird lustig, Hades. Vor allen Dingen für dich. Also, hier. Keine Gegner. Da kann man, glaube ich, klettern auf, an der Hand oder was? Notiz einer gequälten Seele. Ich war für ihn verantwortlich. Ich musste ihn großziehen und ihm falsch und richtig lehren. Wer sich ihm nähert, leidet oder stirbt. Seine Frau, sein Kind, sein Bruder und jetzt ich. Ich habe versagt. Als Mutter, als Mensch. Seine Sünden sind meine. Ich bestrafe mich für seine Fehler und vergib meinem Sohn. War das Kratos' Mutter? Weil Kratos hat ja einen Bruder gehabt. Sagte in... Spätestens in Ragnarök. Ich weiß nicht, ob er es vorher auch schon mal sagt. Deimos hieß sein Bruder. Ah, die Gegner, ich erinnere mich an die. Bumm. Ah. Sie ist runtergefallen. Geil. Oh Gott. Okay. In einem der Spin-offs sagt das. Ah, okay. Welche gibt's nochmal? Ghost of Sparta. Chains of Olympus. Ascension. Gibt's noch eins? Ich glaube, es gibt drei PSP-Spiele und dann Ascension ist für PS3. Oder? Sind die drei? Okay. Okay. Ich dachte, es gibt drei PSP-Spiele.